ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. So, da sind wir. Eintracht Frankfurt gegen unsere Mühlis. Da sind wir doch sehr gespannt. Wie gesagt, der erste Achtungserfolg ist schon eingefahren. Wir begrüßen jetzt auch wahrscheinlich eine Menge Zuschauer mehr, die sich dafür interessieren, früher morgen. Mensch, wie schlägt sich unsere Auswahl? Was machen die Jungs? Und damit auch herzlich willkommen. Lasst euch das Croissant und den Kaffee schmecken und genießt hier das Spiel der Mühlenkreisauswahl. Geht um eine möglichst gute Ausgangsposition fürs Achtelfinale. Erster Abschluss hier. Erfolg. Das ist wichtig, gut ins Spiel zu kommen, gerade bei dieser ungewohnten Uhrzeit. Gleich Selbstvertrauen aufzubauen. Gleich die Halle mitzunehmen. Das hat mit dem ersten Abschluss schon mal geklappt. Die sind nämlich da. Richtig wieder davor zu kommen, genau. Sie müssen, das hat das Spiel gegen Bremen bewiesen, immer wieder eine hohe Aktivität gegen den Ball haben. Die Gegner immer wieder stören, immer wieder stressen. Entnerven. Das hilft. So, klasse durchgesetzt jetzt, die Möglichkeit. Schade hier. Versuch. Mike Bartin. Trick und Wendungsreich. Da haben wir Simon Kröger am Ball. Im Tor jetzt wieder Melvin Finke. Wechselt sich ja ab mit Kilian Rische. Finke ja auch im Tor, als es zu diesem tollen Erfolg gegen Werder Bremen gab, ein 1:0. Und damit 3 Punkte auf der Habenseite. Guter Abschlussversuch jetzt gegen die Bande. Abpraller ist wichtig, wach zu sein. Und dann die frühe Führung. Jan Schröder trifft für Frankfurt. Da sehen wir es. Da waren sie. Ja. Nicht ganz so handlungsschnell. Ist natürlich auch schwierig. Frankfurt kann es nach vorne spielen. Die Mühlis müssen es dann verteidigen. Aber jetzt die gute Möglichkeit für Marcel Kunkel, der gestern das goldene Tor erzielt hat. Gegen Bremen. Also verloren ist hier noch gar nichts, denn die Frankfurter stehen bisher in diesem Turnier für Spektakel. 4-3 Erfolg gegen Bielefeld, 3-4 verloren gegen Dortmund und 2-3 gegen Leipzig. Also Tore, 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 vor allen Dingen auch Gegentore. Und deswegen haben die Mühlis hier alle Möglichkeiten und alle Chancen. Da haben wir Yannick Horz, den langgewachsenen Keeper der Eintracht. Gut geblockt jetzt, aber sehr, sehr trickreich. Mike, mit Can Karakas war das. Da haben wir für die Eintracht jetzt aber Ballbesitz für die Kreisauswahl. Freistoß, Schiedsrichter, da haben wir ihn, Thomas Lauf vom SSV Preußisch-Dröden. Regelt noch ein bisschen Verkehr und dann kann es losgehen. Die jungen Wilden, die wollen da nicht nach hinten. Die wollen nach vorne, die wollen den Ball. So, jetzt. Klasse. Pariert. Stark. Melvin Finke. Nächster Freistoß. Für Frankfurt. Und da jetzt die Ballgewinne. Schaffen sie nicht. Stören zumindest. Abpraller gut verteidigt, dann den Ball nicht mitbekommen. Jetzt nochmal zweite Chance. Ja, dann brauchen sie dann die Ballsicherheit. Dann brauchen sie dann den Mut.
4 Sekunden abgelaufen, ein bisschen glücklich. Alles gut gegangen. So, Halle ist da. Tolle Stimmung schon hier am frühen Sonntagmorgen. Nächster Schussversuch. Janne Kortz muss nicht eingreifen. Fighten da gut um den Ball, wunderbar. Jetzt die Kugel, das war wieder Mike Bartin, der hier auf jeden Fall einen tollen Eindruck hinterlässt. Gestern auch schon. So, roter Mund, legt den Ball rüber. Jetzt haben wir Luan Peterini da. Kann sich nicht durchsetzen. Roter Mund verfolgt seinen Gegenspieler und kommt nicht mehr ran. Treffer für die Eintracht. Da sehen wir es. Kriegt da nicht mehr den Fuß zwischen Berkan Küpelinkinic. Das ist auch ein Albtraum für einen Kommentator. Küpelinkinic, so dürfte er heißen. Man mag mich aus Frankfurt korrigieren. Körper, klares Foulspiel. Tjaak Rotermund nicht mehr hinterher, sehen wir jetzt. Und anders als beim Gegentor zieht er jetzt das Foul. Schussversuch. Wieder für die Eintracht. Anderen beiden Partien der Mühle. Es ging ja mit 0 zu 3 jeweils verloren. Gegen Schalke und gegen Stuttgart. So, gibt es jetzt mal die Chance? Nein. Minuten noch auf der Uhr. Versuchen es da immer wieder, die Bälle zu erobern. So, jetzt mal Spiel auf Bauch. Zum Platz da. Mal zurückgelegt. Sie kommen da nicht richtig zum Zuge. Man merkt hier einen großen körperlichen Unterschied. Vielleicht so stark wie noch keinem anderen Spiel hier, der Mühlis. Immer wieder in diesen körperlichen Duellen. Unterlegen. Hier wieder das Foul. Jetzt der Wechsel. Frische Beine für die Mühlis. So, jetzt mal die Riesenchance. Oh, Pfosten, schade. War vielleicht auch ein bisschen über Astel abgeschlossen. Ich glaube, er wusste gar nicht, wie viel Zeit er da hat. Max Tubek. Und im Gegenzug fast das 0 zu 3. Schade, das wäre nochmal die Chance gewesen, hier 3,5 Minuten vor dem Ende ranzukommen mit 1 zu 2. Hätte sicherlich auch so ein bisschen Kraft und Mut gegeben. So ein Erfolgserlebnis hier in der Halle. Wir
Erster Schussversuch, aber kein Treffer. Also, an der Halle liegt es nicht. Tolle Unterstützung hier. Um kurz nach 9 am Sonntagmorgen. Ein paar Langschläfer sind natürlich dabei. Aber es wird noch rappelvoll nachher. Freuen wir uns sehr drauf. Schade. Gut antizipiert hier von Max Tupek, aber der Ball war dann ein bisschen weit weg. Nochmal Tupek. Guter Schussversuch. Der sich jetzt hier so ein bisschen in den Fokus spielt. Max Tupek vom FC Preußen Espelkamp. Da haben wir ihn wieder. Da bleibt am Ball. Das war wieder so ein Beispiel für die Körperlichkeit dann der Frankfurter. Wenn ihr zuschaut, vielleicht am Frühstückstisch, vielleicht vom Laptop, vielleicht auf dem Sofa, wo auch immer, postet es gerne, Hashtag FWC19. Während hier das 0:3 fällt, Simon Kröger mit dem zweiten Tor in diesem Spiel. Also postet gerne eure Bilder, wie ihr den Freeway Cup verfolgt. Wir nehmen das gerne auf und sind schon gespannt, wie ihr so den Sonntag verbringt. Hoffentlich gut geheizt auf jeden Fall. In diesem Eisschrank Deutschland. Minus 6 Grad. Heute Morgen auf dem Weg in die Halle. Schade, wäre eben das 1:2 gefallen, dann glaube ich, wäre nochmal richtig Musik reingekommen hier in dieses Spiel. So droht die dritte 0:3 Niederlage. Wenn nicht sogar mehr. Gut verteidigt. Luan Peterini klärt diesen Ball. Peterini vom SV Eidinghausen-Werste, dem ranghöchsten Verein der Mühlis hier in der Landesliga aktiv. Dort allerdings auf dem Abstiegsplatz. 8 Punkte in 11 Spielen haben sie geholt. So, letzte Minute läuft. Gibt zumindest noch ein Tor, was man nochmal so ein, als Push, als Rückenwind vielleicht in die K.O.-Runde, die es dann gibt, mitnehmen kann. Wie gesagt, sie werden sie abschließen vor dem FC Bayern München. Hätte man das Daniel Bönker und Bernd-Uwe Humbrath vor dem Turnier gesagt, hätten sie das sicherlich unterschrieben. Trainerteam im zweiten Jahr. Hier nochmal das Foulspiel von Ramuth. Nochmal Freistoß für die Mühlenkreisauswahl. 23 Sekunden vor dem Ende. Schade, fast nochmal die Chance für Mike Bartin. Hätte er sich verdient gehabt hier, ein Treffer. Das war's. Die Frankfurter gewinnen mit 3:0 gegen unsere Mühlis. Wir zeigen noch ein paar Highlights der Partie. Ja, Enttäuschung ist da. Blick nochmal kurz auf die Tabelle, da haben wir das. 11 die Mühlis, 12 die Bayern. Und sehen 3 Punkte für die Mühlenkreisauswahl, 2 für den FC Bayern München. Und das, wie gesagt, ist doch ein Bild, was man sich schon mal einrahmen kann als Beteiligter der Mühlis. Wann kann man das schon mal sagen, vor Bayern München zu stehen? Und jetzt sieht man, wenn im Publikum was los ist, Müller kommt und verteilt die Schatz. Wir zeigen ein paar Highlights der Partie.